weil man hat ja irgendwann so ein bestimmtes Gefühl, wie lang ist eine Bahn, wann kommt die Wende, wie funktioniert das alles. Also davon profitiere ich Tag für Tag, also dass ich die längste Zeit bisher meines Lebens ja normal sehend war. Man sich das immer so gut vorstellen, man nimmt ein Bild, schneidet 90% aus der Mitte heraus und hat nur noch dieses Peripheriesehen. Aktuell bin ich bei einem Sehvermögen, wenn man davon noch sprechen kann, von 1,5%. Beim Schwimmen ist es allerdings das Problem, ich sehe den schwarzen Strich nicht auf der Mitte, also auf dem Beckenboden, beziehungsweise wenn ich ihn sehe, mir fehlt halt das räumliche Sehvermögen. Man muss sich das halt vorstellen, ich weiß halt nicht, wie weit bin ich davon entfernt, wie weit ist es noch zur Wand. Es ist halt alles immer so, es ist so Glückssache, ob ich die Wände treffe oder nicht. Also der beste Freund ist wirklich die Leine. Ich bin halt immer mit der Schulter an der Leine und des Öfteren, bleibt man dann mal hängen. Wie ich zum Schwimmen gekommen bin, das eigentlich war irgendwie vorausbestimmt, so kann man sagen. Eigentlich hat alles damit angefangen, dass ich mit einem Jahr, als ich dann irgendwo rumgerannt bin, einfach in unseren Pool damals in Japan gehüpft bin. Ich konnte nicht schwimmen, ich konnte gar nichts und bin einfach reingesprungen, ohne dass irgendjemand da war. Mein Papa war zum Glück ein paar Meter weiter, ist dann natürlich hinterher, hat mich nur hochgeholt und ich war total im Lachen. Und dann haben die nur entschieden, okay, das Kind muss so schnell wie möglich schwimmen lernen, weil anscheinend fühlt es sich da drin wohl. Der Sport gibt mir so viel. Es ist, viele Nicht-Sportler oder Nicht-Leistungssportler können sich das überhaupt nicht vorstellen, warum man morgens um 7, 7.30 Uhr freiwillig in so ein nasses Wasser springt und abends dann wieder und den ganzen Tag eigentlich nur auf Achse ist und am Wochenende eigentlich nur rumliegt und sich denkt so, oh Gott, mir tut alles weh. Aber ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach beim Wettkämpfen zum Beispiel auf dem Startblock zu stehen und sich so zu denken, okay, man guckt links, man guckt rechts und jetzt haut man richtig einen raus. Und das Gefühl dann am Ende, wenn man Erfolg hatte und genau das erreicht hat, was man sich die ganzen letzten Monate erarbeitet hat, weil manchmal, muss man ehrlich sagen, das sind 1 bis 4 Minuten für monatelanges Training oder sogar, hart gesagt, 4 Jahre Arbeit für einen so einen blöden Moment bei den Spielen. Aber das ist es. Jeder, der diesen Leistungssport betreibt, der wird einfach genau wissen, wovon ich rede. Das ist einfach, das ist wie so eine Sucht und davon kommt man gar nicht los. Ich glaube, Momente, wo ein Sportler mal dran zweifelt und sich auf dem Bett oder auf dem Sofa liegt, an der Decke starrt und sich denkt, was machst du hier gerade eigentlich? Das ist normal. Also, ich behaupte mal, das hat kein Sportler, aber die Momente sind relativ selten, beziehungsweise wenn sie da sind, gehen sie auch relativ schnell wieder weg. Und ich habe die Momente natürlich auch, dass ich abends nach Hause komme, auf die Uhr gucke und mir denke, du bist in 12 Stunden wieder im Wasser, dir tut alles weh, du spürst jeden einzelnen Muskel, du könntest gerade heulen, weil du so fertig bist. Und dann gehst du ins Bett und stehst am nächsten Morgen wieder auf. Man denkt sich immer so, hä? Wie geht das denn jetzt schon wieder? Aber ich weiß nicht, irgendwie, mir würde niemals in den Sinn kommen, das einfach jetzt einfach aufzuhören oder aufzugeben. Ich denke mir so, nee, da musst du jetzt durch. Du hast dich dafür entschieden, also los. Schönes Gefühl, einfach die Augen quasi auf dem Startblock zu lassen und einfach zu schwimmen und zu gucken, okay, der Beste schlägt an, egal ob ich gucken kann oder nicht. Und das ist einfach, in dem Moment, wo ich ins Wasser springe, ist es mir eigentlich völlig egal, ob ich die Wände sehe oder nicht. Ich denke mir halt einfach so, okay, du gibst jetzt dein Bestes und wenn du gewinnst, ist schön. Also das ist irgendwie in dem Moment, das stehen für mich so alle auf einer Ebene.